Einen wunderschönen, sonnigen, guten Morgen vom Rotana. Und guckt mal, was passiert ist. Das ist jedes Jahr in der Harif-Saison, also in der Regenzeit, der Fall. Hier werden die Algen angespült und der Strand sieht alles andere als schön aus. Und seid froh, dass es keine Geruchs-App gibt und ihr das nicht riechen könnt. Das stinkt, Leute. Es ist wirklich, da kriegst du echt einen Würgereiz. Und und er sagte mir auch, der Lifeguard, ich habe ihn gerade getroffen, wir hatten uns kurz unterhalten. Oh, ihr merkt schon, ne? Und er sagte, ist auch gefährlich, weil diese Algen wohl ein gefährliches Gas entwickeln. Also dieser Gestank stinkt nicht nur, ist auch nicht gut, ist auch nicht gesund. Das sind, sagte Methangase, die sich da bilden. Also Leute, seid nicht traurig, dass ihr jetzt nicht da seid, wo ich gerade bin. Das ist nicht schön. Guck mal hier, zoom das mal ran. Also, ihr habt da echt nichts verpasst. Das ist jetzt kein Unrat oder so oder kein Müll, obwohl da auch ein bisschen Müll mit angespült worden ist, ist ja klar aus dem Meer. Sondern das ist wirklich Natur pur. Man könnte auch sagen, jetzt ist es wirklich ein naturbelasteter Strand. Und auch das Wasser, ihr seht es, ne, von 50 Shades of Blue to 50 Shades of Grey. Schön ist anders. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt. Ich gehe heute mal an den Pool. Bis dann, ciao.